Und da sind wir bei einer Mission with no name. Eine Mission, die anscheinend verschiedene Schwierigkeitsgrade besitzt, die sich komplett unterscheiden. Easier, silly and harder. Und silly soll nicht ernst genommen werden. Wie gesagt, ich schaue mir erstmal an, was sich grob ändert. You could use a bit of extra cash. Find at last 500 loot. It would be preferably, but no essential, not to kill anyone. Get back to your apartment when you are done. Also es ist nicht unbedingt wichtig, jemanden zu töten. So silly. You are having some problems with migrating birds flying through your apartment. So you urgently need an anti-dark coating for your windows. Such things are expensive, however you need at least 650 loot. Das ist eine komische Zahl. If you plan building for outside your apartment, look likely construct materials. Okay, und was haben wir hier auf Harder? You don't any more police near your apartment. Don't kill anyone and don't knock out more than 3 people. Es klingt sehr interessant. Wir spielen jetzt erstmal auf Experte, also Harder. Und dann probieren wir mal Silly aus und schauen mal, was da los ist. Ob sich das überhaupt lohnt. So, da wir nicht töten dürfen, müssen wir natürlich ein bisschen sneaky hinten bleiben. Oh, wir haben gar keinen Seilfeuer. Wir können einen kaufen. Warte mal, dann zurück. Oh, konnte man die nicht immer einzeln zurückgeben? Naja, was soll's. Rope Arrow. Bop. Moosfeuer mit 3, nämlich noch einen rein. Hier noch ein Wasserfeuer und dann noch ein Breitkopffeuer zum Ablenken. Und da sind wir. Okay, wir sind in ein Apartment, wie es scheint. Ich hasse schräge Töne. Gleich mal gestohlen. Da steht da 2B. Okay, scheint so eine Art City-Apartment-Mission zu sein, wo wir Gebäude ausrauben. Oh nein, der kriegt mit, dass ich Türen öffne. Oder hat hat gehört, wie ich auf Fliesen gelaufen bin. Fuck. Super Idee. Okay, wir müssen vorsichtiger sein. Fuck. Mal sehen, was das war. Nicht der Rede wert. Was? Klingling? Habe ich jetzt gerade 2 Beutel aus seinen Dings geklaut? Nee, der hat die Fliesen wahrscheinlich gehört. Wir irgendwie nicht nach Ratte. Wobei ich mir nicht genau sicher bin. Das sieht auch nicht nach Fliesen aus, muss ich ehrlich dazu sagen. Eine Gurke. Das Problem an dem Ganzen ist, selbst wenn ich die Tür schließe, der wird mich hören, weil das Fenster oben offen ist. Das heißt, man hört alles. Hat er nicht gehört? Die Münzen sehen komisch aus, oder? Das sind doch keine Münzen, das sind Scherben. Was haben wir hier? Why does this apartment only have 2 flowers? Other have 3. ich will gar keine haben. Also beschwer dich nicht mal wegen ein paar Blümchen. So, können wir jetzt hier rausgehen? Halt. Safe. Na? Halt! Stehen geblieben! Oh, hi! Der sieht mich hier. Wow! Okay, wir warten, bis der sich wieder umdreht und dann gucken wir mal hier drüben. Ach, da hinten, guck mal, da ist noch ein Gebäude. Halt! Stehen geblieben! Wer ist da? Schon, Junge. Ich kann dich hören. Vielleicht schaffen wir das auch mal, ohne entdeckt zu werden. Fuck! Absturzgefahr. Hm.
Ein Schlüssel. Wahrscheinlich für die Türe unten. Sind Sie das? Na egal. Ich weiß nicht, was. Ah, ich sehe schon. Okay. Hey, die Mission ist ja richtig gut gemacht, finde ich. Was ist da? So, vorsichtig. Nein, nicht die Flasche nehmen, Junge. Ach, jetzt liegt die Flasche so komisch. So. Eine umgedrehte Flasche, das können wir auch mal richtig hinstellen. So. Wir sind nicht nur ein Meistertyp, wir sind auch ein ordnungspingeliger Typ. Der Koch hat für uns heute einen Topf versprochen. Mit echtem Fleisch. Und ich denke mal, hier unten ist nur die Vordertüre. Die ich glaube ich auch lieb. Oh, 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 ich sehe schon, ich sehe schon. Warte mal. Aus. Was habe ich jetzt ausgemacht? Wir haben noch 5 Wasserpfeile. Aber ich glaube, ohne Wasserpfeile komme ich hier nicht ran an dem Typen. Was war das für ein Geräusch? Das war die falsche Fackel. Wir müssen die hier löschen. Was ist das dort im Schatten? Es ist hier immer so dunkel und bedrückend. Aha, bedrückend. Jeder, wer war da? Huch! Fuck! Was ist das dort im Schatten? So, ich will nicht beide Fackeln löschen. Es ist hier immer so dunkel und bedrückend. So. So, jetzt sieht er mich nicht. So, jetzt können wir auch lesen, was hier steht. Was? Rente? Rent 390, Lightning, Food, Entertainment, Misk. Ist cool, dass der schreibt sich hier quasi alles auf. Sieht aus wie eine Steuererklärung. Obwohl, nee, das ist nicht die Steuererklärung. Das ist, Ding mir einfach nur seine Einnahmenabgaben. Was man hier zusammen addiert. Steuererklärung wäre es ein bisschen mager. So, was haben wir hier? If calculates the 3 times now, weiter und Balance. Okay. Jetzt können wir noch eins gucken, ob jetzt hier oben noch was ist in seinem Bettchen. Deswegen werde ich mal kurz ihn ins Reich der Träume schicken. Und wir schauen mal hier rein. Ein Schalter. Oh, das ist ja mal cool. Guck mal, das ist wie so zum Lesen, wenn du... Das hätte ich mir gerne damals in mein Doppelstockbett, wie gesagt, ich hatte als Kind ein Doppelstockbett gehabt, hätte ich mir gerne gewünscht. Und dafür musste ich mir aber, weil ich habe auch immer Gameboy gespielt im Bett, sollte ich nicht, habe ich trotzdem gemacht. Und da war es natürlich saudunkel. Und irgendwann habe ich mir dann so eine Lupe mit Licht geholt für... Ich frage mich, was das hier macht. Achso, das ist abgeschossen. Eine Lupe mit Licht geholt und habe dann so im Bett gesessen und gespielt. Manchmal auch so unter der Decke, dass man, wenn jemand reinkam, nicht gleich gesehen hat, dass ich was mache. Mal sehen, was das war. Mal sehen, was das war. Oh, das ist die Eingang, das Eingangslicht. Okay. Okay, wir versuchen jetzt hier weiter Fuß zu fassen. Das ist das nächste Apartment. Abgeschlossen. Und direkt im Lichte. Hast du das gesehen? Brauche ich einen Schlüssel? Eigentlich nicht. Spiel keine Spielchen. Fuck, ich bin da voll im Licht. Warum sagt mir das keiner? So, warte mal, den Schlüssel können wir... Wo ist er? Hier. Hast du das gehört? Schätze, das nächste Mal trinke ich nur eine Kanne Kaffee. Mal sehen, was das war. Das ist echt schwierig hier. Man kann nie vorsichtig genug sein. Okay, also an den Typen vorbei. Ich mag es nicht, wenn da jemand herumschleicht. Okay, da bin ich im Hellen. Hier muss ich bleiben. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Wahrscheinlich muss ich hier auch über die Veranda auch reinkommen. Wie viel waren es? 800 auf Experte. Haben wir eine Karte? Haben wir nicht. Schade, wenn noch eine Karte gewesen wäre. Wäre auch lustig. Aber das ist so richtig schöner jetzt schon Gespenster? Apartment-Einbruch.
War wohl falscher Alarm. So, der Typ und der Typ. Sind im Grunde eigentlich nur zwei Wachen hier unten. Der Rest sind Bogenschützen etwas höher. Wer ist da? Sprecht. So, was haben wir, hier? Das geht. Ist hier jemand? Steht ja genau dahinter. Und da ist auch noch eine Wache. Ich versuche es erstmal ohne Licht zu löschen reinzukommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Gebäude ich noch vor mir habe. Tut mir nicht weh. Sieh doch, er ist bewaffnet. Da ist Loot. Und hier ist Loot. Da oben ist nicht so schlimm, aber hier unten. Oh, warte mal, das Licht. Fuck. Es wird nichts, der guckt direkt in meine Richtung. Hast du was gemacht? Schnell die Handschellen! Nein! Okay, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Kommt ins Licht, wo ich euch sehen kann. Alter, sind die nervös. Die haben ja voll den nervösen Finger. Ich wüsste zu gerne von dem, dass dämliche Alkoholverbot stand. Das Einzige, was den Dienst erträglich macht, ist ein leckeres Fläschchen. Ich mag es nicht, wenn da jemand herumschleicht. Hier haben sie extra noch Fliesen eingebaut. Das ist Wahnsinn. Die haben hier einfach... Also, was heißt die? Es war ja im Grunde nur ein R. Der hat hier an echt vielen Sachen gedacht. Oh, das war laut. So, machen wir mal ein extra Save. So, jetzt läuft er wieder zurück. In der Form gehe ich jetzt hier rüber. Hat keiner mitbekommen? Der nächste Schlüssel. Wir looten gleich. Wir gehen erstmal nur runter und machen schon mal die Tür auf. Wie soll man denn so bei den Weibern einschauen? Oh Gott, das ist voll im Hellen. So, dann looten wir mal gemütlich. Ich mag die Mission, das gefällt mir jetzt schon. Wie gesagt, normalerweise bin ich immer sehr voreilig, wenn es sowas ist, aber bis jetzt macht die echt einen guten Eindruck. Der Käse ist gesichert. Da geht's sogar. Da geht's sogar noch höher. Das Einzige, was ich jetzt noch vermisse, sind Secrets. Was haben wir denn hier? Ein Dachboden. Heiltrank. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt schon so lange keinen Heiltrank mehr in einer Siege-Mission verwendet. Ich glaube, die sind nur... Das sind nur Säcke. Das erste Mal tauchten, glaube ich, diese Säcke in der Oper auf. Von Siege 1. Wenn man Siege Gold wirklich zuerst zählt. Und da konnte man die eigentlich damit kaufschlagen, die Leute. Und mal dahinter sind Leuchtstäbe. Oh, nee. Gibt's noch was anderes außer Leuchtstäbe hier unten? Nee, sieht nicht danach aus. Ich lass die mal lieber da liegen. Sieht nicht danach aus hier, dass hier noch was ist. Oh, ist das Duster. Alles barrikadiert. So, dann schauen wir mal, ob wir von hier aus weiterkommen. Das war knapp. Ne, da komme ich nicht rein. Aber ich habe ja einen Rope Arrow. Ich könnte eigentlich mich hochziehen. Aber guck mal, da hinten. Man sieht, da ist eine Art Weg. Ich denke mal, das ist den Weg, den ich normalerweise gehen soll. Das heißt, wir gehen nochmal runter. Und auf die Straßen. Oh, ich dachte, warte mal, hier ist auch noch ein Weg? Und noch ein Rope Arrow, falls ich stecken bleiben sollte. Aber warte mal. Wir haben jetzt drei Stück. Warum... Nur um einen weiteren Rope Arrow zu bekommen, hat man mich hier runtergelassen?
Also ich verstehe schon, es ist cool, wenn man mehrere hat, aber... Ich finde, das ist... Da hätte ich, wie gesagt, achso, wenn man wirklich nicht eingekauft hat, dann kann man jetzt sagen, ach komm, hier, kriegst hier trotzdem, du kriegst trotzdem einen Rope Arrow in diesem Level. Ein Moospfeil war da drin. Was man nicht alles hier findet. Ne. So. Da sind wir schon mal gut ausgerüstet. So. Oh, das wird schwierig. Weil man durch das Licht sofort gesehen wird. Hopp. So, zu ist es. Okay, wir gehen, glaube ich, den Bogenschützen entlang und dann nehmen wir die Seitengasse. Du hast das auch gesehen, oder? Du hast gar nichts gesehen, Junge. War wohl falscher Alarm. Also die sind ziemlich stark eingestellt. Hoffentlich ist das nicht der Sergeant, der mich überprüft. Startmodus. Boop. Okay, brauche ich nicht. Da bin ich hergekommen. Und hier ist noch eine Seitengasse. Oh. Was ist denn das hier? Explosivo. Mach mal die Tür zu. Ah, eine Kiste. Ja. Ach. Guck mal hier. Wir sind erst bei 400. Das ist ja wirklich mager. Na gut. Mehr scheint hier nicht zu sein. Dann gehen wir wieder raus. Jetzt müssen wir hier hin. Ich habe das Gefühl, man wird hier gesehen. Wird immer heller. Ich will nur in die Ecke. So, wir speichern und gehen. Hast du was gemerkt? Da drüben. Ich brauche. Hey, hier schleicht ein Eindringling rum. Fuck! Die sind sowas von aufmerksam, das ist übel. Hast du das gesehen? Okay, wir warten erstmal, bis sie ihren Verdacht deckern. Scheint alles ruhig zu sein. So, jetzt ist er außerhalb des Verdachts. Hast du das auch gehört? Scheiße, der eine ist schon im Alarm. No name. Okay. Verdammt. Wie seid ihr hier hereingekommen? Hier ist doch gar nichts. Ah, du wirst bluten! Komm zurück, elender Feigling! Schon wieder aus. Hier ist auch kein Holz oder sowas. Also anscheinend komme ich so in das Gebäude nicht rein. Da muss ich einen anderen Weg suchen. Das heißt, wir sind hier nicht richtig... Das heißt, wir müssen nochmal versuchen, über das andere Gebäude da reinzukommen. Wie viele Wasserpfeiler haben wir? 4. Das ist wenig. Aber wenn das nur noch die 2 letzten Gebäude sind, dann dürfte das ja klappen. Da ist auch noch was Abgezäuntes hier, seht ihr das? Da würde ich auch gerne reinkommen. Rope Arrow. Das klappt, weiß ich nicht. Was habe ich da nur gesehen? Hey, ich hab jemanden gefunden. Vielleicht zergeht dir die Freude, wenn meine Kollegen hier sind. Ui, dafür brauche ich einen Schlüssel. Fuck, wie mache ich denn das? Das wird schwer. Die sieht mich, die Wacht da drüben. Es sei denn, ich lösche vielleicht das Licht. Ich wüsste zu gerne, von wem das dämlich ist. Haut ab, komm mir nicht zu nah. Hast du was gehört? Hast du das gehört? Ich mach dieser leckeres Fläschchen. Dieser verdammte Durchzug. Man kann nicht mal eine Fackel anzünden, um sich zu schützen. Herr, wer seid ihr? Jetzt auf einmal gehen sie dort, sind sie voll auf Alarm. Kämpfe wie ein Mann.
Na gut, das ist ja realistisch. Nur keine Sorge. Das ist ja realistisch. Na gut, das ist schon ziemlich krass. Ich finde höchstens schnell versuchen vorbeizuhuschen. Husch! Hast du das gesehen? Okay, die suchen mich nicht. Sie haben was bemerkt, aber sie suchen mich nicht. Okay, dann gehen wir mal da rein. So. Ein Büchlein. The Big Book of Mushrooms. With ones not to eat. Oh, okay. Schade. Bestimmt die Gloobies. The Glowing Ones. The Glowing Ones sind ja die Leuchterpilze. The most common species of glowing mushrooms does not have a name, but can usually be found illuminating caves and old underground rooms. Eating this mushroom is almost always fatal. Although a rare few can be eaten, it is impossible to disperse with this as these are until after you have eaten them. So don't try. The light blue ones. Es gibt... was? An electric shrooms? The red ones. Interessant. Also wer ja gerne was über diesen Pilz im Sif-Universum sehen möchte. Gut, es gab ja noch nie die blauen und die roten gesehen. Also ich kann mich gar nicht an rot und blau erinnern. So, da geht's noch. Das sieht aus, als würde man da hochgehen können. Oh, ein Schlüssel. Ist das für die Türe? Ist für die Türe. Das war überhaupt nicht laut. Oh, oh, das ist gut hier, das ist gut. Warte mal, dann mache ich doch mal wieder ein Save. Ich glaube, ich hätte den Schlüssel behalten sollen. Aber ist auch egal. Ja, wir haben jetzt einen anderen Weg. Ernsthaft? Hallo, wenn in den Wohnungen mal ein bisschen Krach ist, ist doch jetzt kein Problem. Müsst ihr da gleich durchdrehen? Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. So, was haben wir denn hier? Das ist es. Das ist das Dach. Und jetzt sind wir hier drinnen. Juhu! Oh, und haben den Schlüssel. 18. Juni. It looks like I'll be working late again next week. The streets are unsafe, but the time I'm walking home. I never drew accounting will be such a dangerous job. So, jetzt bin ich mal gespannt. Geht nicht. Aber man kann es knacken. Was habe ich gemacht? Was habe ich gerade gemacht? War wohl falscher Alarm. Da ist nichts mehr. Okay, wenn ich das ja lösche, dürfte ich bis da hinten hinkraxeln können. Das heißt, wir machen hier einmal eine Moosspur. Ein Wasserpfeil. Ja? Ist da jemand? So, und jetzt dürfte ich da reinspringen können, ohne dass er mich mitbekommt. Ich habe immer noch nicht genug Loot. Oh, das ist ein Käseliebhaber. Ach, was soll's. So, den Käse kann ich hier nicht liegen lassen. Das wäre unverschämt. Was macht der Schalter?
Irgendein Licht vielleicht? Da war auch noch Loot. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass da was ist. Okay, dann klettern wir mal hier hoch. Auch noch Loot. Okay. Was ist da? Alter Schwede. Ach, da ist die Wache. Hier ist wohl nichts. Okay, wie. Sir? Sind Sie das? Da scheint nichts zu sein. Auf das Dach springen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Na egal. Ich weiß nicht, was es war. Könntest du ja mal probieren. Ich glaube, ich habe was gesehen. Hier ist ein Wow, das war gar nicht so schlecht. Das können wir noch mal probieren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es am Moosfeuer lag. Aber man hat mich nicht gehört auf den Dächern. Das Ding runtergerutscht ist. Zeig dich. Na egal. Hey, was ist denn los? Ha! Halt! Okay, das war laut. Vorhin hat's geklappt. Jetzt ist wieder alles ruhig. Na gut. Was ist da? Haut ab, komm. Was ist denn los? Keine Mätzchen, du bist ertappt, Dieb! Wie habe ich das geschafft, dass ich das keinen Sound mache? Jetzt ist wieder alles ruhig. Na gut. Hey, Einbrecher! Halt! 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 Komm heraus und stell dich, Dieb. Vielleicht über den Balkon hier rüberspringen, aber dann sieht er mich doch. Lohnt sich das überhaupt, hier hinzugehen? Komm sofort zurück im Haus sein. Komm schon raus. Komm zu Papa. Hier müsste ich einfach nur reinschießen, oder? Dass man mich nicht hört. Hat sich wieder beruhigt? Der hat sich doch niemals beruhigt. Ich weiß, dass ihr euch hier herumtreibt. Nee, ich kann ihn nicht mal das Ding abnehmen. Der ist also in einem komischen Zustand. Aber ich würde gerne den Taschendiebstahl noch machen. Also ich komme hier gar nicht rein. Also das Haus ist hier ist völlig für den Arsch. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Aber wo ist der restliche Loot? Also keine gute Idee mit dem hier. Ich will aber den. Die Sache ist, hier komme ich hier wieder weg. Das ist die andere Sache. Krieg nicht mal das Ding ausgeschossen. Und darüber springen, das ist möglich. Vielleicht vergeht dir die Freude, wenn meine Kollegen hier sind. Hierher! Hier ist der Eindringling! Es gibt kein Loot, nur einen Taschendiebstahl. Na gut. Kein Geräusch weit und breit. Kein Geräusch weit und breit. Uns mehr umsehen. Ich habe ja gesehen, die meisten Sachen sind ja irgendwo versteckt. Es ist nicht viel, was fehlt. Es sind nicht mal 200 Luti. Luti. So. So, dann huschen wir mal schnell wieder weg. Husch! Wer seid ihr? Okay, das hat super gehuscht. Nochmal. Husch! Oder an der Wand bleiben. Hey, hast du das gesehen? Wir können die Sache auf die Sanfte oder auf die harte Tour weg. Mal sehen. Scheiß darum. Das ist doch scheiße jetzt. Das ist doch richtig scheiße. Was war das? Na gut, dann machen wir das Licht aus. Ich weiß nicht, der Sergeant, der mich überprüft. Hey.
Schauen wir mal bei den beiden Wachen vorbei. Am besten wäre eigentlich mal kurz alle knockouten, um den restlichen Loot zu finden. Hier schleift ein Eindringling. Der Mause tot. Das Problem wird langsam lästig. Das Problem wird langsam lästig. So. Was? Don't kill anyone or knock out more than three peoples. Oh, völlig vergessen. Okay. Da komme ich auch niemals lang. Fuck, was war das denn für ein Scheiß? Ich hing gerade voll fest. Okay, es hat funktioniert. So, jetzt gucke ich mir das hier nochmal an. Ich komme hier ja da über die Veranda rein. Ich gucke nochmal hier. Nicht, dass hier noch irgendwo Loot liegt. Lude liegt. Das war laut. Ah, guck mal hier. Wow, das ist echt gut versteckt. Direkt in den... Also wir müssen hier wirklich auf jeden Scheiß achten. Das ist krass, also... Gehe ich nochmal hier hoch. Ihr habt euch ich hasse es. Ich wüsste zu gerne von wem das denn ist. Ihr auf seid, ergebt euch. Du bist so ein völliger Vollidiot, Blödmann, Arschgesicht, irgendwas dazwischen. Ich wüsste zu gerne von wem das dämliche Alkoholverbot stammt. Das einzige, was den Dienst erträglich macht, ist ein leckeres Fläschchen. Wir können auch noch mal da drüben gucken, ob es da noch was gibt. Wie gesagt, wir gucken jetzt noch mal die Gebäude komplett durch. Weil hier scheint ja doch mehr zu sein, als ich ahne. So, ich glaube, das war alles. Wobei, ich will erstmal da drüben gucken. Erstmal das, wofür ich überhaupt hier reingegangen bin. Ob ich da einfach drüber steigen kann. Darum macht es mir und euch nicht leichter und kommt einfach heraus. Ui, ist das geplant? So wie es aussieht, ist das vielleicht geplant. Oh, da war ich noch nicht drinne. Wie komme ich da rein? Ich habe keine Lust mehr, diese armen Schlucker zu jagen. Haben nichts verbrochen, außer dass ihre Mägen... Knochen. Wie komme ich da rein? Das Fliesen. Lieber ein falscher Alarm als ein Notfall. Dann ist der Bogenschütze. Wer bewegt sich da? Hey! Komm zurück, elender Feigling! Wie die voll immer abdrehen. Hey, komm raus! Ich werde trotzdem aufpassen. Hui! Okay. Wir müssen auf jeden Fall nochmal an das andere Gebäude. Da scheint es irgendwie noch eine Etage zu geben, die ich gar nicht gesehen habe. Das war ein bisschen laut. Hinter den Säcken vielleicht? Nee, hier ist hinter der Rolle. Auch nicht. So, das war das Fenster mit dem Moospfeil. So, versuchen wir es mal. Das heißt, wir müssen den... Schätze, das nächste Mal trinke ich nur eine Kanne Kaffee. Wir müssen dann hinterher springen. Fuck!
voll vor die Nase gesprungen. So, das ist das Gebäude, wo wir reingekommen sind. Aber anscheinend gibt es da noch links noch einen Weg. Wer ist da? Nun, hey, Hände über den Kopf! Wer schleicht sich in den Schatten herum? Da ist noch was. Okay, warte mal, da kommen wir auch anders rein. Ich wüsste zu gerne von dir. Ich bin nicht taub. Oh fuck. Jetzt habe ich die Fliesen vergessen. Das Problem ist, es sieht nicht nach Fliesen aus. Deswegen denke ich mir immer so, ach, kannst ja ganz normal runtergehen. Ich wüsste zu gerne, von wem das dämliche Alkoholverbot stammt. Das Einzige, was den Dienst erträglich macht, ist ein leckeres Fläschchen. Immer diese Säufer. Oh, warte mal, wir können auch einfach diese Tür öffnen. Wie wär's damit? Jorun? Im Namen von Mann! Ah, die Schattensetzung ist so scheiße. Die ist so scheiße gemacht. An manchen Stellen ist es dunkel und trotzdem. Das Einzige, was den Dienst erträglich macht, ist ein leckeres Fläschchen. Ich mag es nicht, wenn da jemand herumschleicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Man ist hier voll im Hillen. Guck mal, da ist man im Hellen, obwohl da Schatten ist. Mit einem falschen Alarm bekommt man keinen Orden. Ist da jemand? Okay, bevor wir da reingehen. Ich habe keine. Doch, ich wollte schon sagen, ich habe noch einen einzigen Wasserfall. Der Sheriff muss sich unbedingt um neue Uniformen kümmern. Sieht aus wie soll man denn so weit? Immer sneaky unterwegs sein. Der sieht mich doch, wenn ich hier hochgehe. Der wird mich sowas von sehen. Hinfort mit dir, Kerl! Haltet den Dieb! Ach, fick dich doch. So blöde. Ist einfach so blöde gemacht. Es sei denn, es gibt noch einen weiteren Weg, hier reinzukommen, ohne dass ich an dem Typen vorbei muss. Das seems to be quite a science department. Das ist aber nicht das Gebäude, was ich gesehen habe. Gut, wir haben den Loot zusammen. Return to home. Also return home. Sind die alle hier in der Bude? Es gibt auf jeden Fall keinen anderen Weg hier hinein. Was soll ich nicht knockouten? Achso, allgemein Leute. Das heißt, das wäre schon mal ein Knockout, den man machen muss. Weil man sonst diesen Scheiß hier hat. Na gut, wir könnten auch das Fenster nehmen. Nur keine Sorge. Na komm schon. Oh Mann! Hinfort mit! Du bist so ein Vollidiot! Du bist so ein Vollidiot! Da nicht ran. Wer macht da so einen Krawall? Ich komm nicht ran. Na komm. 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 Du hast doch sonst immer lange Finger. Alter.
Also hier sollte man, in der Mission sollte man nicht den Rope Arrow kaufen, sondern wirklich auf Wasserpfeile und Moospfeile setzen. Oh, das war knapp. Was war das? Jetzt hat er mich gehört. So, da muss ich noch rüber. Das, was mich nur merkwürdig würde, es gibt auch da oben eine Etage, die absolut nicht zu erreichen war. Oh. Okay, atmen. Was war das? Warte mal, ich speichere, wenn der Wache einen besseren Winkel hat. Es muss doch eine Möglichkeit geben, da so reinzukommen. Ich sehe hier kein Holz. Oder reinschleichen oder dann hochziehen. Oh ja. Ah, es hat funktioniert. It works. Gucke noch mal ein bisschen. Nicht, dass hier vielleicht noch was anderes rumwuselt. Das war laut. Das war auch laut. So, und hier nebenan ist noch ein Gebäude. Und das juckt mir gerade in die Finger. Ich will gerne wissen, was ist da. Warum ist da was? Das Problem ist nur, wenn ich jetzt hier durch das Fenster springe, bin ich wieder zu Hause. Und das heißt, damit ist die Mission beendet. Na gut, für den Anfang reicht es ja eigentlich. Ich will mir nämlich noch Silly gerne angucken, was bei Silly jetzt anders war. Okay, gut, dann wollen wir mal. Der Bogenschütze hat mich bestimmt bemerkt. Das Holz. Das würde auch nicht reichen, oder? Das klang nicht nach einer Ratte. Im Namen von Sheriff Trott, stehen bleiben! Ich werde doch mein Gras! Was hat denn der jetzt gerade geöffnet? Auftrag erfüllt. Wow, es gab noch 200 Loot irgendwo und 2 Secrets? What the fuck? Okay, die würde ich natürlich gerne finden. Aber als erstes machen wir erstmal einen Neustart. Und gucken uns mal Silly an. Weil irgendwas gesagt wurde, da ist was anderes. Was? George Bump? Hä? Was ist das? Was war das? Was? War vermutlich nur der Wind. Was ist hier los? Ist das noch so unfertig? Hey, der Typ, da ist ein Typ. Ist da wer? Kommt ihr nun zu? Na, Marien und Kegel. Warte mal, da muss ich mal kurz Screenshot machen. Was darf ich denn in dieser Mission machen? Bring a piece of rubble back with you. Der Ball, der springt durch die Gegend. Achso, du bist gar nicht mad. Oh nein, ich kann es nicht mehr ablegen. Nein. Ah, jetzt. Wer macht da so einen Krawall? Ja, natürlich. Ich glaube, ich habe was gesehen. Oh, das ist so cool. Oh, okay. Review beendet. 10 von 10 Punkten. Das ist so cool. Aber was mich jetzt ein Stutzig macht, ich würde trotzdem gerne wissen, was ist... Achso, ich habe ja keinen Rope Arrow. Aber ich komme da, glaube ich, auch so hin. Warte mal, hier ist das Fenster. Ich würde ganz, ganz, ganz gerne nochmal das sehen. Was ist das hier eigentlich? Scheint auch noch nicht fertig zu sein. Also es gibt nur einen Leicht- und Schwer-Modus und Harder ist dann so, das for fun. Was ich cool finde.
wenn man sich mal ein bisschen austoben möchte. So. So, da oben. Da muss noch irgendwas sein. Gucken, ob ich hier ein bisschen springen kann. So. Sieht's aber nicht nach einem Secret aus. Ist der Loot drin? Oder ist es vielleicht nur Dekoration? Das kann auch sein, aber es gibt ja noch zwei Secrets. Oh, da, guck mal. Da kann man aufs Dach gehen. Oder auch nicht. Oh. Na du? Oh! Mr. Ball explodiert. Das ist immer nicht gut, wenn die Bälle explodieren. Okay, wir beenden die Mission und dann gibt's dann ist Schluss. Jorun, bist du's? So. Aber ich glaube, ich werde das privat nochmal spielen und mal nach den Secrets suchen. So. Okay. Also, ich finde, Gameplay hat diese Mission wirklich das erreicht, was es machen wollte. Es ist ja im Grunde so eine kleine City-Mission, wo man halt die Apartments... Also es ist eigentlich eine Apartment-Mission, würde man dazu sagen. So richtig City ist es ja nicht. Und genau das hat es geschafft. Es hat in dem Maße, was an Größe diese Map bietet, alles erfüllt. Man hat die Höhe und die Breite mal alles genau gesetzt. Es gab nichts Sinnloses. Und die Apartments waren, obwohl sie halt so klein waren, trotzdem gut gefüllt und trotzdem eine Herausforderung. Es war nicht langweilig. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was mir so ein bisschen blöd, was ich blöd fand, war die Lichtsetzung. Die war nicht immer richtig korrekt. An manchen Stellen, wo Schatten ist, war einfach total Licht. Und das irritiert ungemein, wenn man ein bisschen durch die Gegend sneakt. Sonst wäre das wirklich eine bessere Wertung geworden. Also, wie gesagt, ich kann hier echt nicht meckern. Hat mir echt viel Spaß gemacht. So. Es gibt eine Story hinter den ganzen, aber die ist eher nicht ernst zu nehmen, ähnlich wie den zweiten Level. Deswegen werde ich hier nicht so groß ein paar Sterne geben. Und die Atmosphäre war auf jeden Fall sehr schön. Vor allem, ich fand es cool, dass die Kegel im Silly-Modus und in den springenden Ball, das ist schon cool, darauf muss man erstmal kommen. Und auch allgemein die ganze Stadt hier, dieser Stadtviertel mit den Apartments, man hat sich da wohl gefühlt, es war alles schön dekoriert. Und es wurden hier und da teilweise andere Modelle verwendet. Ansonsten ziemlich viel Standardmodell und Standardtexturen. Aber insgesamt, es lädt auf jeden Fall eins zum Exploren. Also ich hatte auf jeden Fall Lust, da noch mehr ein bisschen herumzugucken. Aber das würde, wie gesagt, den Rahmen sprengen, jetzt hier eine ganze Stunde lang rumzusuchen. Na, wie gesagt, vielleicht habt ihr ja Bock drauf, könnt ihr diese Mission spielen und vielleicht findet ihr ja die Secrets. Ich werde sie nachhinein nochmal spielen und ich denke mal, ich werde bestimmt auch die Secrets bestimmt noch fündig werden. Ja, das war ein Mission with No Name. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und wir sehen uns in einer anderen C-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.